Hallo meine Lieben, hier ist Laila und ich sende gerade aus einem etwas sehr ungewöhnlichen Ort, wie ihr sehen könnt. Wir sind hier in der Grotte, in der Höhle des Blauen Auges auf Korfu, Griechenland. Und ich dachte mir, sende ich euch doch mal kurz eine Videobotschaft zum Thema Ängste. Thema Ängste. Viele von uns haben Ängste, tragen Ängste in sich, die in gewissen Situationen auf einmal hochkommen. Denn als wir zum Beispiel hier in die Grotte gefahren sind und wir haben so auf den Boden geschaut und haben überlegt, ob wir drinnen schwimmen gehen, kamen auch ganz klare Ängste hoch. Was macht man in dem Moment? Man nimmt die Angst wahr, man nimmt sie an, man schaut sie an, man versucht nicht, sie zu unterdrücken oder sich ihr hinzugeben, sondern man nimmt sie einfach wahr. Und in dem Moment, wo ihr die Angst liebevoll umarmt, sie bewusst ansprecht und es aushaltet, durch diese Emotion durchzugehen und der Angst zu sagen, ja, ich sehe dich, ich fühle dich, ich nehme dich wahr, ich liebe dich, und ihr die Engel bittet, die Erzengel oder eure Seele oder Gott, diese Ängste jetzt liebevoll von euch zu nehmen, sie zu transformieren, sie aus eurer Seele zu lösen. In dem Moment, wenn ihr dort richtig hindurchschreiten könnt, wird die Angst sich transformieren. Denn der Grund, warum die Angst sich zeigt, ist, dass die Angst uralt ist. Sie ist wirklich ururalt und sie möchte entlassen werden, transformiert werden. Es ist eigentlich egal, wo die Angst herkommt. Bei vielen Menschen sind die Ängste schon so stark in ihrer Seele, in ihren Zellen gespeichert und auch schon durch die Ahnenreihe durchgegeben, weitervererbt worden. Das ist die wahre Erbsünde, dass viele Menschen so starke Ängste und Psychosen haben, dass sie Tabletten nehmen müssen oder Zwangsneurosen durchleiden. Also viele Menschen haben ja wirklich starke Ängste. Nichts ist schlimmer als Ängste. Und dann gibt es ja noch die Angst vor der Angst. Da hilft nur eins, sich dem wirklich zu stellen, egal wie schlimm, wie grausam das einem erscheinen mag. Ich habe das selber oft erlebt, da hilft nur eins, Augen zu und durch. Denn der Grund, warum die Angst sich so stark zeigt, ist, dass sie einfach zu lange unterdrückt worden ist. Und das bedeutet, je mehr man sie unterdrückt, mit Hilfe von Tabletten, ignorieren oder sich verkriechen, umso mehr wird die Angst sich vergrößern. Denn die Angst sucht einen Ausgang aus der Seele. Und den Ausgang müsst ihr erschaffen. Ihr müsst den Ausgang aus der Seele erschaffen. Das könnt ihr nur mit eurer Erlaubnis, mit eurer Vorstellungskraft, mit eurem, mit Visualisation, mit der Hilfe eurer Engel, eurer Seele, mit dem göttlichen Ursprung, mit Gott. Ja, ihr Lieben, macht das. Ihr schafft das. Ich denke an euch. Bis dann. Ciao.